Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Volkmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Was kannst du uns zur heutigen Heimelf sagen, Frank? Bisher ist das eine unglaublich enttäuschende Saison für diese Mannschaft. Sie sitzen fest am unteren Ende der Tabelle, sind meilenweit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Und man muss das Saisonziel korrigieren, nur noch irgendwie da unten rauskommen. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Kringel. So, da bin ich mir sicher, gibt's Ort. Guck mal hin! Die sollten ja eigentlich beidfüßig sein, aber er hat einen schwachen Fuß. Ja, also den kann er aber auch wirklich nur dazu haben, dass er nicht umfällt, denn auch mit dem Schwächeren sollte man das Ding machen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Ganz, ganz weit weg vom Tor und trotzdem ein klasse Schuss. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Und schon ist jetzt sieht er ab. Also ich glaube, wir können jetzt nicht anfangen, nach diesem Tor den Stab über den Torwart zu brechen. Nein, 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 also definitiv nicht. Der hat die Mannschaft ja bisher überhaupt im Spiel gehalten. Das kann passieren, überhaupt keine Frage. Oh! Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Die Möglichkeit. Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivsturm aus. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Deine Mannschaft hat hier klasse gespielt. Da hatte der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Und Achtung, genau hingeschaut. Dieser Eckball könnte jetzt zumindest die Vorentscheidung, wenn nicht gar die Entscheidung herbeiführen. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Jetzt ist er durch. Schöner Pass. Jetzt ist er und Tor! Unglaublich! Den fünften Vorschuss erzielen sie in den Ausgleich. Christian Fjell. Ja klar, dass das ärgerlich ist. Das war die Möglichkeit, hier den Sack zuzumachen. Jetzt ganz schnell. Jetzt könnte es klappen. Die Chance. Und jetzt. Jetzt pfeift der Schiedsrichter nach 90 Minuten ab. Es steht unentschieden.